Hey Leute, ich bin wieder Drache Charo mit LP hintran und wir fahren fort mit Let's Play Lumberjack. Ja, beim letzten Mal haben wir ein paar Sachen zerstört und ich würde mal sagen, wir machen einfach weiter damit. Oh, ein Krokodil. Nein! Wir retten dich, Kroko! So. Ich habe jetzt endlich gegoogelt, wie dieser Vogel heißt. Ich wusste den Namen nicht mehr auf Deutsch. So. Aber das Ding ist ein Wiederhopf. Und die sind mega süß. Die haben auch einen mega süßen Ruf. Sind in der Schweiz, aber leider gefährdet. So, ein Wiederhopf. Okay. Ja, unsere Axt ist nicht mächtig genug, aber... Okay. Oh. Ich kann das Ding zwar steuern... Und da ist ein Magnet dran. Aber ich sehe nicht, wie wir den Magneten ordentlich benutzen können. Ja, hier können wir noch ein paar Sachen zerstören. Ich rühre mir... Ah, wir haben gerade noch genug Recyclinggut bekommen. So, Herr Wiederhopf. Dann wollen wir unsere Axt in eine noch größere Axt verwandeln. So. Eben, dann können wir jetzt aber auch gucken, wie uns der Magnet Ich sehe, was wir tun sollen. Wenigstens glaube ich zu wissen, was wir hier tun sollen. Okay. So. Haben wir gleich den Weg hier freigemacht. Geht doch. Wieder angeln. Oh, wie süß. Was mich aber interessieren würde, ist tatsächlich, wo dieses Studio ist, dass das Spiel gemacht hat. So. Einfach nur interessenshalber. Am besten wegen der Tierwahl, weil wir haben bisher noch keinen einzigen Waschbär oder so gesehen. Die sind eigentlich immer in so, sag mal so, amerikanisch geprägten Spielen dabei. Und da ist auch sicher ein Typ drin. Ich hab's doch gewusst. Ja, jetzt ist das... A Fellow Pirate. Schön. So. Ja, das Boot kann ich da sicher auch zerschrotten. Ich brauche dafür nur noch ein kleines bisschen mehr Material. Oh. Ja, guck mal einer an. So. Die werden einfach zu Piraten. Reject Capitalism, Embrace Piracy. Oh. Oh, die Axt sieht aber cool aus. So. Moment, bevor wir das Boot zerkloppen.
Haben wir hier noch ein paar Sachen zu zerkloppen? Ah, das da. So. Das sollte jetzt eigentlich in Ordnung sein. Aber ich boxe das nochmal schnell runter. Einfach, damit wir wirklich auf Nummer sicher gehen können. So. Oh, ein Piratenschiff. Containerspaß. Süß. Mega süß. Da ist jetzt ein Bienenstock dran. Ach. Ach, das ist doch toll. Unser starker Bär hat's drauf. So. Nice Outfit. Als Krimi, der war mega schnell. Sieht ein bisschen aus wie so ein Hockey-Dude. So, noch mehr Containerspaß. Oh nein, das ist eine Ölplattform. Oh, Pinguine. Die haben gerade ihren eigenen Typen da reingeboxt. Eine Tonne. Keine Angst, Kumpel, ich rette dich. Ich brauche hier 2 Tonnen, um das Ding zu aktivieren. So. Ah, mal ein schönes, relaxendes Spiel. Ja, die nächsten paar Tage werde ich sehr busy sein mit Arbeit und so. Deshalb will ich die Chance heute noch nutzen. Ich glaube zwar nicht, dass wir heute noch fertig werden, aber das ist jetzt schon Episode Nummer 4. Also auf jeden Fall machen wir auf guten Fortschritt. So. Punkt. Zerstören wir das hier nochmal. Oh, das ist ein Fischi. So, vielleicht können wir das kleine Boot zerstören. Ja, können wir. Die Fische finden das schon mal super gut. Und vielleicht mit dem hier reicht das? Nein, noch nicht ganz. Aber vielleicht kriegen wir damit die Container runter. Na, reicht das? Oh, noch nicht ganz. Es ist halt ein sehr simples Spielkonzept, aber verdammt macht das Spaß. Mal gucken, was unsere größere Axt ist. Eine größere Axt. Vielleicht wurde das Spiel in Kanada entwickelt. Aber schon. Gucke ich mir dann nachher an. Jo. Ach, einen wunderbaren Sommertag damit verbringen. Container komplett zu zerballern. Ach, das muss ich mir aber auch in den News vorstellen. Lokaler Bär. Local Bear wreaks havoc. Irgendwie sowas. Oh, Moment. Bonk. Recycelt alles, was er sieht.
Evil Corp hat doch nichts Böses getan. Die waren doch nur da, um Böses zu tun. It was a business opportunity, genau so. Boah. Ich will noch nicht, immer noch nicht zerstören. Ich bin noch nicht strong enough. Aber... dafür waren wir strong enough. Ich kann mir vorstellen, wenn es noch eine weitere Angststufe gibt, wird die sicher im finalen Level da dazu kommen, wegen. Ich nehme diese größte Axt der Welt. Und da habe ich die Ultima-Waffe. Ich meine, die böse Kooperation. Zu zernichten. Während irgendein großer Bösewicht den übelsten Monolog seines Ablebens von sich gibt. Kann ich das vielleicht noch? Ah ne, das ist jetzt weggegangen. Schön. Die ganzen Fischis. Oh, jetzt. Lassen wir das mal, ja? Süß. Ah. Geht jetzt baden? Was hat denn da überhaupt? Irgendwas ganz schön komisches. Naja. So. Ein Tag am Strand haben wir auch erfolgreich abgeschlossen. Ach, wie schön. So, helfen die mir jetzt mit der Räuberleiter? Oh, sie zieht mich mit einem Seil hoch. Süß. Ich dachte, mein Handy hat gewimmelt. Nein, hat's nicht. So, mal gucken, wie lang das Level ist. Aber ich glaube, das ist noch definitiv drin. Sie bohren nach Edelmetall oder so. Ich liebe die Brille von dem einen Maulwurf. Birdie. Das heißt schon wieder Birdie. Ah, weil es wieder so ein Wolf-Level ist. Mit den Maulwürfen. Bonk. Okay. Schön. Ah, sie spielt auf dem Tablet was. Ich wollte das eigentlich wieder... raufhauen? Nee, nicht. Dann halt nicht. Guck mal, die liest ganz coolen Comic in einem Flanellhemd. Das bin einfach ich draußen. Ich lese draußen nicht so viele Comics, aber... Okay. Oder muss ich die mit der Bombe abballern? Nee. Ich bin gerade ein bisschen unsure. Aha! Es hat funktioniert! Oh, ich kann trotzdem kleine Sachen immer noch kaputt bauen. So.
brauchen wir den Flammenwerfern? Was soll das denn hier? Wir sind im Wald. Kann ich mir jetzt einfach einen Riesengolfschläger bauen? Das wäre ja hilariös. Nein. Golfen war gestern. Mit der Axt Sachen zerkleinern ist heute. So. Wer zeigen Sie dieser Evil Corporation mit ihren Giftabfällen und sonstigen Sachen, die hier herumfliegen. Das reicht gerade perfekt. Jetzt wird das letzte Upgrade. Und es ist eine Kettensäge auf einem Stock. Und sehen wir sie noch trotzdem. Ist doch schön. Wir haben deren Haus gerettet. Oh, der eine Typ hat einfach komplett verloren. Süß. Oh. Okay, Kumpels. Oh. Wir schwingen unser bäriges Tanzbein. Schön. So, also für nächstes Mal haben wir ein neues Kostüm. Es ist Superbär. Ja, das finde ich jetzt nicht ganz so ansprechend, aber ist süß. Oh, beim nächsten Mal geht es in eine nukleare Powerplant. Ob das so schön ist? Naja. Ich würde aber hier für heute hier Schluss machen. Das wird wahrscheinlich das Ende der heutigen Aufnahmesession auf jeden Fall. Hoffe ich, dass ihr diesem Spiel genauso viel abgewinnen könnt, wie ich es gerade tue. Und ich danke euch natürlich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.